Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal Erdente Roblox, dem besten Roblox-Kanal auf ganz YouTube Deutschland. Und wer was anderes behauptet, dem hoffe ich, dass beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Wenn du es noch nicht getan hast, würde ich jetzt mal ganz schnell das Video liken, denn sonst wird morgen eine Schar von Enten kommen und dein komplettes Brot auffressen, dein Zimmer verwüsten und natürlich auch dich mit lautem Geschnatter weg. Wenn du all dies getan hast, dann bist du auf jeden Fall safe und ein Teil der Entenarmee. Wir sind heute mal wieder drin im Dreamhaven Tycoon. Ich weiß noch nicht, ob diese Folge jemals online kommen würde, weil ich noch nicht weiß, wie der letzte Part abgeschnitten hat. Ich habe als erstes ein bisschen Money gefarmt hier. Wir gehen rein. Ich würde sagen, hier drin bauen wir erstmal fertig, bevor wir dann rausgehen. Und ja, wir bauen. Das Dach da ist schon fertig. Das sieht jetzt gerade ein bisschen verglitscht aus, weil wir hier noch nicht das Dach gekauft haben. TV-Stand können wir uns holen. Dann können wir noch ein Shelf holen, noch ein Mirror holen, noch ein Shelf holen. Und den Mirror haben wir nicht geholt. Den können wir jetzt nochmal holen. Television können wir holen. Wow, der sieht richtig schön aus, der Tisch. Für den Chair hat es nicht mehr gereicht, den anderen Chair auch nicht. Ja, noch 11.000 Dollar. Ich schaue mal hier drin, ob wir uns irgendwas hier drin noch holen können. Ich glaube, wir müssen als erstes den ersten Raum fertig bauen, bevor es dann soweit drinnen weitergeht. Aber wir sehen, 60.000 Dollar sind auf jeden Fall schon drin. Und die können wir jetzt ja direkt hier drin ausgeben in den Chair, in den zweiten Chair. Und jetzt sind da natürlich auch noch mehr Dinge gespawnt, die wir kaufen können. Wie eine Couch, ganz wichtig. Habt ihr eigentlich ein Bett oder schlaft ihr auf einer Couch, Leute? Ich lebe ja momentan noch in einer Einzimmerwohnung. Ich weiß noch nicht, wann dieses Video hier online kommt. Eventuell bin ich da ja schon in meiner neuen Wohnung, wo ich einen eigenen Streamraum und alles habe. Und da kann ich euch dann mal empfehlen, meinen Zweitkanal Mr. Enter auszuchecken. Der hat 100.000 Abonnenten und auf diesem Kanal werde ich euch mitnehmen, wie wir umziehen. Und da werden wir gemeinsam natürlich auch, weil davon profitiert ihr auch, den Streamraum einrichten, wo viele, viele coole Sachen reinkommen, Sofa reinkommen, für Aufnahmepartner mehrere Mikrofone reinkommen, ein paar Kameras reinkommen und auch was mit Katzen reinkommt, weil ich ja auch zwei Katzen habe. Also lohnt es sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Ich weiß noch nicht, ob ich schon umgezogen bin, wenn ihr dieses Video seht, aber wenn ich dieses Video hier aufnehme, bin ich auf jeden Fall noch im Umzug drin. Wie gesagt, im letzten Video, im letzten Part schon gesagt, ich bin momentan ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich nicht weiß, wie schnell ich in meiner neuen Wohnung alles so weit aufgebaut habe, dass ich dort aufnehmen kann. Wir gehen jetzt als erstes nochmal raus, weil das ist so teuer alles geworden und ja, wir kriegen auf jeden Fall 1.900 Dollar schon die Sekunde. Ich denke, ich warte hier mal ganz kurz, bis wir 100.000 haben und dann gehen wir wieder. Wow, also das auf 100.000 gehen geht doch schneller als ich dachte. 18.000, 118.000 Dollar haben wir dazu bekommen. Hier hoffentlich kriegen wir das Zimmer hier jetzt, nein, wir kriegen es nicht fertig. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? Sind Books wichtiger oder ein Radiator wichtiger? Ich denke, der hier ist wichtiger, eine Heizung. Weil brauchen wir Bücher eigentlich nicht. Ich bin kein Fan von Büchern. Not gonna. Anyway, Leute, like gerne dieses Video. Wenn es euch interessiert und ihr interessiert an neuen Parts seid, könnt ihr gerne das Video liken, damit ich sehe, dass euch der Content gefällt. Und ihr könnt mir gerne, Leute, wenn ihr wollt, dass ich ein Spiel spiele, gerne Spielewünsche in die Kommentare schreiben. Und wir werden da auch, by the way, Leute, Videos bzw. Kanalmitglieder sehen Videos teilweise zwei Tage, bevor es normale User tun. Also könnt ihr gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Dann könnt ihr die Videos schon sehen, sobald sie fertig sind. Teilweise, wie gesagt, zwei Tage, bevor es normale Mitglieder. Und beim 10-Euro-Tier schafft ihr es natürlich auch in meine Roblox-Friendlist rein. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei 104.000 Dollar schon. Und es geht hier weiter mit den Books. Das ist das Letzte, was wir uns in diesem Zimmer hier kaufen mussten. Und dann können wir auch gleich schon hier ins nächste Zimmer gehen. Hier ist wieder immer noch nichts drin gespawnt soweit. Eventuell machen wir auch erstmal der Garten, obwohl der Garten ist so günstig, da kriegen wir kaum Geld dazu. Wir fangen hier an einfach mit, ich denke, das hier ist der Esszimmer. Ich warte mal eben, bis wir ein bisschen mehr Geld haben, vielleicht sogar über 100.000, weil ich muss ein bisschen mehr jetzt kaufen und das lohnt sich nicht immer nur 100.000. So, ich habe ein bisschen gewartet. Ich habe ein bisschen Creepypastas gehört. Kennt ihr Creepypastas und mögt ihr Creepypastas? Auf jeden Fall haben wir 470.000 Dollar und ich bin mir sicher, dass wir da ein bisschen neues Stuff freischalten können. Und eventuell auch dann schneller vorkommen, ne, wird wieder Heizung gekauft und hier das hier, wobei, ne, Kühlschrank, was rede ich von Heizung? Ihr könnt ja den Kühlschrank auf jeden Fall auch aufmachen, das ist sehr nice gemacht. Kabinett wird gekauft, hier nochmal ein Kabinett und wir können auch hier drin gleich weitermachen, aber wir machen natürlich in dem Raum hier weiter, weil wir hier fertig machen wollen. Leute, wie gesagt, 10 Likes, wir geben Geld in diesem Game hier aus. Trashcan wird auf jeden Fall auch gegönnt.
Fireplace ist auch drin. Sink müssen wir gleich noch kaufen. Das Waschbecken ist das, glaube ich. Wird auf jeden Fall sich gleich gegönnt. Wir gehen nochmal raus und müssen wieder Geld farmen. Also das Spiel besteht zu 90% aus Geldfarmen. Ist aber normal bei Tycoons. Aber ich finde den wirklich sehr gut gemacht. Hier auch von der Grafik her extrem gut gemacht. Du kannst halt wirklich alles hier benutzen. Dich überall hinsetzen. Kühlschrank auch aufmachen. Ja, ist ein sehr, sehr, sehr nicer Tycoon, aber wir müssen natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld farmen. Diesmal habe ich mal nicht so lange gewartet, ich habe nur auf 235.000 gewartet, damit wir auf jeden Fall erstmal den Sink kaufen können. Und ja, ist noch mehr aufgeploppt. Zwei Sachen können wir uns, denke ich, mal noch kaufen, hier die beiden. Ich hätte gerne hier ein bisschen mehr als nur ein Sink. Ich hoffe, dass die gleich noch aufploppen, die Buttons zum Kaufen, weil irgendwie fehlt hier in der Küche noch ein bisschen was. Jedenfalls ist meine Küche ein bisschen voll. Sieht eure Küche so leer aus? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bisher haben wir die Garage schon komplett fertig, das Wohnzimmer schon komplett fertig. Hier die Küche, mir gefällt der offene Design ja wirklich sehr gut. Und das müssen wir auch noch gleich kaufen, den Dresser. Ich hoffe, oder Dresser? Ich weiß nicht, was das ist. Ich lasse mich überraschen, ich use jetzt mal nicht den Google Translator. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das da ist. So, 400.000 Dollar haben wir gefarmt, beziehungsweise fast 500. Okay, wir machen die 500.000 voll. Und ich hoffe, dass wir damit jetzt wenigstens so weit weiterkommen, dass wir hier drin weitermachen können und vielleicht einen Teil der Küche kaufen können. Gehen wir jetzt hier rein. Und ja, endlich sind wir hier an der Küche dran. Das Kabinett wird hier erweitert. Haben wir endlich alles da. Hier auch Plant und Books noch geholt. Und hier hinten auch nochmal Plants. Und komm, das Geld reicht noch tatsächlich für die letzten Sachen hier aus. Und was jetzt? Da, für das Art. Da fehlen uns aber noch ein bisschen Geld, das wir natürlich erstmal holen gehen, weil wir sind bei 64.000 und ich denke, dass wir das uns auf jeden Fall noch leisten können. Bei über 3.000 Dollar die Sekunde sind wir jetzt auf jeden Fall auch schon drin und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Hier nochmal, das Art wird sich gegönnt und der Ofen. Let's go. Das letzte, was noch fehlt, sind tatsächlich die Küchen-Accessoires, Kitchen-Accessoires. Und ich denke, dann sind wir hier auch durch soweit mit dem Raum. Ich gehe nochmal draußen schauen, bei wie viel Geld wir jetzt insgesamt draußen sind. Es sind 75.112.930 sind wir insgesamt. Können wir die Accessoires uns noch reinsnacken und damit sind wir mit der Küche auch durch. Und ich würde sagen, Leute, das war's für Part 2. Für Part 3 gerne liken, zeigt mir, dass ihr Bock auf dieses Game habt, zeigt mir, dass ihr Bock auf mich habt, indem ihr mich abonniert und extrem dabei supportet, meinen Traum von 10.000 Abonnenten wahr werden zu lassen. Wir sind nämlich nicht mehr so weit entfernt von denen. Würde ich sagen, Leute, bis dahin, hauen sie rein, habt noch einen schönen Abend, ciao, Leute. Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht? Wodka Gorbatschow.